Es geht BBM Bietigheim gegen SC Magdeburg. Endstand 23:30, Halbzeitstand 13:15. Das Ganze vor 3.117 Zuschauern. Die beiden Trainer sind bei mir vom SC Magdeburg, Gier Svensson, und von unserer SG Hartmut Meierhofer. Ja, Gier, beginne mit dir. Gratulation zum Auswärtssieg. Ich denke, du kannst heute zufrieden sein mit dem Ergebnis, mit dem Spiel. Wie hat es dir denn gefallen? Ja, also vielen Dank. Also wie du sagst, dann bin ich natürlich zufrieden mit dem Sieg und mit den zwei Punkten. Aber das Spiel war genauso, wie ich gewartet habe. Also Bietigheim finde ich also ganz gut, spielen tolle Handball, finde ich, und also schnelle Handball, und war genauso, wie ich gewartet habe, ein schweres Spiel. Also sie machen das ganz, ganz gut. Und also ich habe meine Spieler gesagt, dass momentan Bietigheim auf Abstiegsplatz ist, also sagt uns gar nicht, einfach weil sie gute, tolle Handball spielen, und das war richtig ein schweres Spiel für uns. Aber meine Jungs haben das richtig gut gemacht, also Konsequenz durchgespielt, mit Geduld, Disziplin am meisten, und am Schluss haben wir das also richtig gut gemacht. Aber mit den Punkten, so wie gesagt, bin ich natürlich sehr zufrieden, weil es geht immer um diese Punkte zu holen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Hartmut, ich denke, wir haben heute phasenweise ein tolles Spiel von der SG gesehen. Wie sieht deine Analyse zum Spiel heute aus? Guten Abend. Glückwunsch zum Sieg erstmal. Ich denke, wir haben bis zum 2020 ein richtig gutes Spiel abgeliefert und haben dann einen 0:9 Lauf, und das Spiel war innerhalb von wenigen Minuten entschieden und bringen uns dann natürlich um den Lohn unserer Arbeit. Letztendlich, umso weiter wir in Rückstand geraten sind, das war die Phase, wo wir auch unsere Linie verlassen haben. Ja, man muss ganz klar sagen, wir haben leichte Ballverluste gehabt, wir haben uns viele Würfe genommen, sind am Doppelblock hängen geblieben, sind beim Torhüter hängen geblieben, und das ist natürlich tödlich gegen so eine Mannschaft von Magdeburg, die wirklich ein klasse Tempospiel hat. Und wir haben eben nicht die Geduld bewiesen, und das war sicherlich der große Unterschied heute. Ja, Gier, an dich nur die Frage. Bietigheim hat sich toll rangekämpft nochmal in der zweiten Halbzeit bis zum 2020. Hattest du Bedenken, dass das Spiel auch in die andere Richtung kippen kann, dass Bietigheim ja als Sieger vom Platz geht? Ja, also jeder Handballspiel dauert 60 Minuten, und also wenn das Spiel auf 20:20 und du hast noch 10-15 Minuten noch zu spielen, dann ist das klar. Also, du weißt nie, in welche Richtung das Spiel also laufen kann, und wir müssen das einfach weitermachen, und heute haben wir das geschafft, also mit guter Leistung, kämpferisch, aber wie ich gesagt habe, dann hat Bietigheim das ganz gut und fand ich gemacht, und mit den Punkten, deswegen bin ich zufrieden. Herr Hartmut, dieser 0:9 Lauf nach der 45. Minute, nachdem ihr euch auf 20:20 reingekämpft habt, die Gründe, warum hast du gesagt, hast du denn auch schon eine Idee, was du tun kannst für das nächste Auswärtsspiel, dass sowas nicht wieder passiert? Weiter trainieren, ganz viel trainieren. Okay, dann wünsche ich euch viel Glück nächsten Freitag in Erlangen und bedanke mich bei den beiden Trainern zu den Analysen zum Spiel und wünsche allen hier in der Halle noch einen schönen Abend. Tschüss.